Messias als König kommen soll. Und darum ist hier dieses Wort bis so wichtig. Denn damit führt der Herr Jesus in Lukas 21 von der Anfangszeit direkt wieder in die Endzeit und spricht nachher in den folgenden Versen wieder über sein Kommen in der Endzeit. Also das muss man ganz gut in der Bibel anstreichen. Vor diesem allem aber und dann das bis in Vers 24. Nun ist es aber so, dass die Propheten schon im Alten Testament ja klar gemacht haben, dass nach dem Kommen des leidenden Messias und seiner Verwerfung der Tempel zerstört wird und das jüdische Volk weltweit zerstreut werden soll. 5. Mose 28, Vers 64, Jesaja 8, 13, 14 und folgende und so weiter und so fort. Aber dieselben Propheten haben auch gesagt, in der Endzeit, bevor der Messias kommt als König der Welt, wird das jüdische Volk wieder in einem Prozess zurückgeführt ins Land der Väter. Aus allen Himmelsrichtungen werden sie kommen. Nun, ich möchte zeigen, zum Beispiel Hesekiel 38,8, da heißt es, am Ende der Jahre, ein anderer Ausdruck für die Endzeit, am Ende der Jahre, sagt Gott zu einem Volk im äußersten Norden, sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Sehen wir, in der Endzeit und in Hesekiel 38, schon 36, 37, 38 geht es um die Endzeit, wenn der Messias kommt als König. Das ist die Zeit, wenn die Juden heimgeführt werden aus allen Völkern ins Land der Väter, das lange eine Wüste gewesen sein wird. Ja, so muss man das kompliziert mit Futurum 2 ausdrücken. Nun verstehen wir, die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk zurückkehren wird ins Land der Väter und dann wird der Messias als König der Welt kommen. Das ist die Endzeit der Bibel. Und wann hat das begonnen? 1882. Damals fand die erste massive Einwanderungswelle von russischen Juden statt, heim ins Land der Väter. Was ein Traum war von fast 2000 Jahren, eines Tages wieder als Volk aus allen Völkern gesammelt zu werden, heimzugehen nach Zion, das wurde erste Wirklichkeit ab 1882. Dann kam die zweite Welle 1904 und so ging das weiter, eine Welle nach der anderen bis heute 2011. Und so erfüllt sich das Wort aus Hesekiel 36, wo Gott sagt in Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das ist nicht die Rückkehr aus Babylon, damals vor 2600 Jahren, aus der babylonischen Gefangenschaft. Nein, es heißt hier aus allen Ländern. Und heute sehen wir, seit 1882 sind 3 Millionen Juden zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus über 130 Ländern. Bitte, wo gibt es eine Parallele dazu in der Weltgeschichte? Das ist ein einmaliges Ereignis. Und das ist so detailliert beschrieben. Die Endzeit ist nämlich eine Periode. Ich habe das hier dargestellt. Die Endzeit hier bis zur Wiederkunft Jesu als König der Welt. Und das grundlegende Zeichen, das ist die Rückkehr der Juden aus allen Völkern. Das wird ganz detailliert beschrieben in den Propheten, sogar aus welchen Ländern sie kommen. Oft mit namentlich wird das so vorausgesagt. Ich bin daran, ein Buch zu schreiben und habe es wirklich fast fertig. Leben wir wirklich in der Endzeit, heißt es, und da behandle ich über 160 prophetische Einzelaussagen der Bibel über Endzeit, die sich nachweislich erfüllt haben von 1882 bis heute. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Damit kann man beweisen, dass die Bibel Wahrheit ist. Und jetzt habe ich hier einfach so symbolisch diese grünen Striche gemacht
um diese 160 Prophezeiungen mal anzudeuten, die in der Endzeit stattfinden sollten, während in einem Prozess die Juden heimkehren ins Land der Väter und dann wird der König der Welt, der Richter der Welt kommen. Also, die Endzeit, das ist eigentlich schon eine Periode von bereits etwa 128, 129 Jahren. Aber die Anfangszeit war ja auch eine Periode, wenn man das rechnet, ab dem Kommen des Messias, geboren in Bethlehem, um die Zeitenwende. Und er trat auf und erfüllte so viele Prophezeiungen über den leidenden Messias. Und dann kam die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung der Juden. Und die Prophezeiungen gehen weiter bis schließlich im Jahr 135 bei der Niederschlagung des Aufstandes von Bar Kochba der Judenstaat endgültig am Boden zertreten wurde. Dann war fertig. Nach dem Jahr 70 hat man sich wieder aufgerafft, aber dann war fertig. Kein Judenstaat mehr. Und dann kam die lange Zerstreuung der Juden, heimatlos, geächtet, gehasst in aller Welt. Also man kann das ganz klar abgrenzen, diese Anfangszeit, eine Periode von etwa 135 Jahren und auch die Endzeit und dazwischen die Zeit der Zerstreuung und Staatenlosigkeit der Juden. Nun wollen wir nach dieser Einleitung die Zeichen der Endzeit anschauen, wie sie beschrieben sind in Matthäus 24 und in den Parallelen. Und dabei fällt auf, die Jünger baten ja um ein Zeichen. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Gut, man kann sagen, zwei Zeichen. Sie sagen, und was ist das Zeichen der Endzeit? Zwei Zeichen. Aber der Herr gab ihnen eine ganze Serie von Zeichen. Mehr als 20 Zeichen. So ist der Herr. Er gibt nicht nur das, was man bittet. Er gibt gerne sogar noch mehr. Aber wichtig ist nun bei dieser Serie von Zeichen zu beachten, das sind, die Zeichen nennt der Herr Jesus Geburtswehen. Matthäus 24, 8. Der Herr erwähnt die ersten paar Zeichen. Mit den Parallelen sind das genau 5 Zeichen. Und dann sagt er, Vers 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Und dann geht es weiter. Nun, Geburtswehen, die kommen nicht einmal und dann ist das Baby da, sondern die kommen zyklisch, wiederkehrend und zwar in der Intensität zunehmend und schmerzhafter werdend. Und so kann man durch diese Zeichen erkennen, was das Ende der langen Zeit der Schwangerschaft ist. Und man weiß dann, ganz am Schluss kommt ein Mensch in diese Welt. Die große Freude. Nicht wahr? So geht das. Also, diese Zeichen sind Wehen. Das sind also Ereignisse, die nicht einmal kommen, sondern die zyklisch wiederkehrend kommen, in der Zeit, wenn die Juden heimkehren aus aller Welt. Das ist der Punkt. Nicht wahr? Die jetzige Zeit wird in der Bibel genannt das gegenwärtige Zeitalter. In Epheser 1, Vers 19 spricht der Apostel Paulus über dieses Zeitalter, in dem wir leben, und das kommende Zeitalter, das Reich des Messias. Das ist genau die Sprache der Rabbiner. Haolam hazeh, dieses Zeitalter, das ist die Zeit, in der wir leben. Haolam haba, das kommende Zeitalter, das ist die Zeit des Messias, wenn er herrscht. Das ist korrekt. Das tausendjährige Reich ist nicht jetzt, das kommt erst. Es gibt Leute, die sagen, das tausendjährige Reich sei schon jetzt. Und alles in Matthäus 24 hätte sich erfüllt im Jahr 70. Das ist ganz gründlich falsch. Und vor kurzem hat eine Bibelschülerin, die wurde verwirrt durch einen Lehrer, das tausendjährige Reich sei schon jetzt, habe ich ihr gesagt, schau, das ist ganz einfach. Geh in den Zoo, stell dich vor das Löwenkäfig, in einer Hand nimmst du ein Büschel Heu, in der anderen Hand Fleisch und dann schaust du, welche Hand der Löwe will. Und dann weißt du, ob wir im tausendjährigen Reich sind.
Ja, wenn er Fleisch will, dann sind wir nicht im tausendjährigen Reich. Jesaja 11. Gut. Dieses gegenwärtige Zeitalter, in dem wir leben, wird hier gewissermaßen verglichen mit der Zeit der Schwangerschaft, die so ungefähr 9 Monate dauert. Aber niemand weiß genau wann. Es gibt nur so theoretische Werte, aber da kann man nicht drauf gehen. Man muss auf die Zeichen der Zeit achten. Und wenn dann die kommen, dann ist es eindeutig. Diese Wehen entsprechen also diesen mehr als 20 Zeichen in der Endzeitrede des Herrn Jesus. Nun, der Herr Jesus nennt 5 Zeichen, wenn man alle Evangelien zusammennimmt, der Anfang der Wehen. Erstens Massenkriege, zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen, fünftens Erdbeben. Und dann sagt der Herr, dann gibt es eine massive Christenverfolgung. Man muss sogar auch auf diese kleinen Wörter dann gut achten beim Lesen. Weil wir haben schon gelernt, vor diesem allem, bis, so kleine Wörter sind ganz wichtig. Und auch dann ist sehr wichtig. So müssen wir die Bibel lesen. Natürlich, jemand, ein Spötter kann sagen, ach, Massenkriege, ein Zeichen der Endzeit, Krieg hat es schon immer gegeben, Revolutionen hat es auch immer wieder gegeben, Aufstände, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Oh, wir müssen einfach wissen, wenn der Herr Jesus etwas sagt, überhaupt wenn die Bibel etwas sagt, dann ist das nicht einfach irgendetwas. Das muss etwas ganz Spezielles bedeuten. Und wir werden sehen. Alles dieses ist der Anfang der Geburtswehen. Nun, wir wissen, 1882 kamen die ersten Juden. 83, 84, 85. Und dann hätte man die Bibel hervornehmen können. Oh, das ist Endzeit. Und der Herr Jesus sagt, und dann kommen diese Kriege. Jawohl, das sagt er in Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Nun, der Herr Jesus spricht nicht einfach über Kriege, sondern er spricht hier über Massenkriege. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und dann spricht er auch über geografisch ausgeweitete Dinge, denn er sagt, ihr werdet von Kriegen hören. Das hört man sehr schnell, wenn man direkt mit den Kriegsgebieten in Kontakt ist. Aber er sagt, und von Kriegsnachrichten. Das sind Dinge, die können ganz weit weg sein und man erfährt nur indirekt davon. Und wie war das? 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Ich war unsere Lehrer in der Schule, die haben gesagt, so jetzt nehmen wir den Ersten Weltkrieg durch. Und was haben sie verpasst? Die hätten uns sagen sollen, warum man das den Ersten Weltkrieg nennt. Die hätten sagen müssen, das haben sie doch nicht gesagt, oder? So etwas hat es in der ganzen Weltgeschichte noch nie gegeben. Einen Krieg, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Ein neues Phänomen der Weltgeschichte bricht aus 1914 bis 1918 mit, je nach Schätzung, niemand weiß es ja genau, 17 bis 23 Millionen Toten. Einsatz von Chemiewaffen zum ersten Mal. Und dann einige Jahre später, 1939 bis 1945, wiederholt sich das Phänomen, das es noch nie gab in der Weltgeschichte, der Zweite Weltkrieg. Mit mehr, je nach Schätzung, bis oder sogar noch mehr als 70 Millionen Toten und erstes Mal Einsatz von Atomwaffen. Und nicht wahr, wir in der Schweiz, da konnte man eben hören von den Kriegen. Das war ja so ein ausgelassenes Loch in Europa. Aber dann hörte man eben auch, sagen wir, im Zweiten Weltkrieg plötzlich von Pearl Harbor. Und man hörte von den Atombomben auf Japan. Das waren diese Kriegsnachrichten vom Ende der Welt, vom Ende der Erde. Es war genau so, wie der Herr Jesus das gesagt hat. Aber nicht so, dass man irgendwie im Zweifel sein kann, Krieg hat schon immer gegeben. Nein, so drastisch, dass die Zeit der Rückkehr der Juden bis heute durch diese 2 Weltkriege mit gegen 100 Millionen Toten gekennzeichnet ist. Hier sieht man auf der Karte die
farbigen Gebiete sind betroffen gewesen vom, die farbigen Länder vom Ersten Weltkrieg. Nur Grau ist neutral. Also Grönland zum Beispiel und auch Argentinien, Mexiko und natürlich in Europa die Schweiz. Sieht man das Loch dort? Das war Gnade Gottes. Aber sieht man, beim Zweiten Weltkrieg gibt es fast keine grauen Länder mehr. Die ganze Welt war betroffen. Nun, ich mache da ein Schema über den Anfang der Wehen. 1882, die Juden beginnen einzukehren und nun erstes Zeichen, Massenkriege. Da habe ich eingesetzt, Erster Weltkrieg und dort Zweiter Weltkrieg. Und dann später, der Herr wird kommen. Aber der Herr sagt in Lukas 21, in Verbindung mit diesen fünf Anfangszeichen, Vers 9, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich. Folgerung, wenn ein Prediger, sagen wir 1904, in der Gemeinde gesagt hat, wir müssen bereit sein, wir leben in der Endzeit, der Herr Jesus kommt wieder. War das ein Enthusiast? Nein, der war nüchtern. Das war korrekt, das war Endzeit. Aber man hätte noch sagen können, das Ende ist nicht sogleich. Und da geht es ja nicht um die Entrückung. Das ist ja noch mal etwas anderes. Ich rede ja hier über das Kommen des Herrn mit allen Erlösten zum Gericht. Die Entrückung, die muss noch vorher geschehen. Aber das Familiengeheimnis, das habe ich da mal ausgelassen in dieser Darstellung. Jetzt kommt das zweite Zeichen. Revolutionen. Lukas 21, 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen, griechisch akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Parallelstelle Markus 13, 8, und es werden Hungersnöte und Unruhen, Tarachai, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Nun, das Wort akatastasiai, das bedeutet Volksaufstände, Empörungen, Volksaufstände. Dann Tarachai, Unruhen oder auch Störungen der gewöhnlichen Ruhe, Erregung, Bestürzungen, Tumulte. Und das ist wieder so schön. Da gibt es Leute, die sagen, ach Revolution, wie kann das ein Endzeitzeichen sein? Hat doch schon immer wieder mal gegeben, französische Revolution und dann die Glorious Revolution in England. Ja, wenn der Herr etwas sagt, dann meint er etwas ganz Besonderes. Und schauen wir mal. Da kamen die Juden zurück aus Russland, ja, ins Land der Väter, 1882. Und dann, 1905, bricht die russische Revolution aus. Das Volk erhebt sich gegen die Zaren. Aber schließlich, es war sehr gefährlich für die Zaren, aber schließlich hatten sie wieder die Macht über die Armee und konnten sich wieder festigen. Aber dann, 1911, brach die chinesische Revolution aus. Das ist nicht ein kleines Land wie die Schweiz, ja? Die Schweiz könnte man vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Aber in China, die chinesische Revolution und danach diese Bürgerkriege, schrecklich über Jahrzehnte hinweg, bis dann die Kommunisten 1949 die Macht übernahmen und dann kam es etwas zur Ruhe. Und dann der Erste Weltkrieg, ja, den haben wir nicht vergessen, 1914. Und während des Ersten Weltkrieges die Februarrevolution in Russland, die bürgerliche Revolution, und dann wurden die Zaren wirklich, das Zarenreich wurde beseitigt und dann kam Lenin nach Stalingrad, ja damals noch St. Petersburg, und hat die kommunistische Revolution ausgerufen und das führte dann wieder zu schrecklichen Bürgerkriegen und schließlich zur Machtübernahme der Sowjetunion. Da muss man sich vor Augen halten, das geschah nicht in einem kleinen Winkel der Welt. Und aber der Herr sagt, das Ende ist nicht sogleich. Ich habe hier allerdings, das Schema wollen wir nicht zu sehr überladen. Ich möchte noch ein bisschen, ganz kurz vor der Pause noch etwas detaillierter werden. Ich hätte nämlich sagen können, 1882, 83, die Juden kehren heim. Und dann 1896 bis 98, die philippinische Revolution. Ich kann jetzt das nicht alles erklären. Kann man dann im Buch nachlesen.
Dann die konstitutionelle Revolution im Iran, 1905 bis 1911. Dann, wie schon gesagt, die russische Revolution 1905. Dann die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich der Türken im Nahen Osten 1908. Dann die mexikanische Revolution 1910 und in den Folgejahren. Die chinesische Revolution, die Xinhai-Revolution, habe ich schon erwähnt, 1911-12. Und dann diese Bürgerkriege. Arabische Revolution. Die Araber erheben sich gegen die Osmanen 1916 bis 18, während des Ersten Weltkrieges. Und dann Februarrevolution in Russland, habe ich schon erwähnt, Oktoberrevolution auch. Aber dann muss ich natürlich in Deutschland noch betonen, die Novemberrevolution in Deutschland, 1918 bis 19, und dann war der König weg. Endlich Demokratie. Dann kam der Fortschritt, nicht? So meinen es einige. Die Asternrevolution 1918 in Ungarn, sieht man diese Konzentration von Revolutionen. Und das geht dann weiter. Hier habe ich noch eine andere Liste gemacht. Das erinnert an die 50 falschen Messias. Ja? Also ich habe hier eine Liste mit über 50 Revolutionen in der Zeit der Rückkehr der Juden. Dann kam die libertäre Revolution in Spanien, der große arabische Aufstand 36 bis 39, Augustrevolution in Vietnam, kubanische Revolution, ungarische Volksaufstand 1956 und so geht das weiter bis jetzt in kürzester, jüngster Vergangenheit die Tulpenrevolution in Kirgisistan, die Orange-Revolution in Ukraine, die Zedernrevolution im Libanon 2005, die Jasmin-Revolution in Tunesien, Revolution in Ägypten 2011, Revolution und Bürgerkrieg in Libyen 2011 und dann die Massenproteste in Algerien, Bahrain, Syrien, Irak, Oman, Jemen, Iran, Djibouti, Kuwait, Libanon, Mauretanien, Marokko, Saudi-Arabien, Westsahara und Sudan. Ja, ich glaube, die Sache ist klar. Bis Punkt 2. Und jetzt machen wir Pause, bevor wir Punkt 3 angehen. Ja, wir fahren jetzt weiter mit unserem Thema und kommen zu dem Zeichen 3. Hungersnöte. Und es ist ja bekannt, dass das Thema Welthunger ein spezielles Thema unserer modernen Zeit ist. Wir müssen allerdings unterscheiden, Hungersnöte als akute Hungersnöte, wo Menschen nichts mehr zu essen hatten und als Folge davon starben, oder chronische Hungersnöte, wo Menschen einfach permanent zu wenig zu essen hatten und auch da in großer Zahl starben. Zuerst akute Hungersnöte, die hängen natürlich mit den Zeichen 1 und 2 zusammen. Massenkriege und Revolutionen. Denn es gab schreckliche Hungersnöte als Folge der Weltkriege und auch Hungersnöte als Folge der kommunistischen Revolutionen. Und diese Hungersnöte der kommunistischen Revolutionen haben sich fortgesetzt über Jahrzehnte. Das Schlimmste aller Zeiten war wohl die Hungersnot 1958 bis 1962 in China, ausgelöst durch Mao Zedong. Der wollte den großen Schritt nach vorne schaffen und dadurch löste er wohl die größte Hungersnot der ganzen Menschheitsgeschichte aus mit, niemand weiß es genau, es gibt die Schätzung von 43 Millionen Toten. Nun, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 7, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Aber gehen wir das Thema wieder schön der Reihe nach an. 1882, 83, 84 kehren die Juden aus Russland zurück. Gerade unmittelbar vor diesem Aufbruch 1876 bis 1878 gab es die große Hungersnot in Indien mit 5 Millionen Toten. 1896 bis 97 und dann nochmals 99 bis 1902 in Indien wieder eine große Hungersnot mit etwa 100 Millionen Betroffenen und man spricht von bis zu 11 Millionen Toten. 1892 bis 94 in China eine große Hungersnot mit 1 Million Toten. 1896 bis 97 in China nochmals eine große Hungersnot mit 5 Millionen Toten. Während des Zweiten Weltkrieges ist
besonders zu erwähnen diese schreckliche Blockade gegen Libanon 1916 bis 18, die zu 100.000 Todesopfern geführt hat. Das heißt, ein Viertel der Provinzbevölkerung im Libanon starb damals. Und nach dem Krieg 1920-21 wieder in China, Hungersnot im Norden mit 500.000 Toten. 1928 bis 1929 nochmals China, große Hungersnot mit 10 Millionen Toten und 1932 bis 1933 in der Ukraine und in Russland Hungersnot mit 8 Millionen Toten als Folge der kommunistischen Misswirtschaft. Also unser Schema nochmals mit dem Anfang der Wehen, die Juden kehren zurück. Ich kann nicht alle Revolutionen jetzt einfügen und alle Hungersnöte, aber hier russische Revolution, chinesische Revolution, wenigstens Erster Weltkrieg, russische Revolution 1917, Hunger als Folgen dieser Kriege und Revolutionen. Aber ich muss auch über chronische Hungersnöte sprechen, denn das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Hungersnöte, in dem Hunderte von Millionen Menschen chronisch Hunger litten. Das hängt damit zusammen, die Weltbevölkerung um 1900 mit 1,6 Milliarden stieg hinauf bis auf über 6,5 Milliarden heute. Das hat es natürlich noch nie gegeben. Es gäbe zwar genügend Nahrungsmittel, aber die Verteilung ist ungerecht. Ich will nicht über die Gründe jetzt sprechen, das ist ein anderes Thema. Aber wir hatten uns schon im 20. Jahrhundert in den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt, 8 Millionen sterben jährlich an Hungersnot. Und heute 900 Millionen bis 1 Milliarde Menschen leiden an chronischem Hunger weltweit. Es ist ein grauenhaftes Weh. Nun, vierter Punkt, Seuchen, Epidemien. In Matthäus 24, 7 heißt es, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Das griechische Wort Leumoi heißt eben Seuchen, Epidemien, Krankheiten. Und schauen wir uns das mal an. Da war der Erste Weltkrieg vorbei und dann brach die spanische Grippe aus, 1918 bis 19. Und forderte, niemand weiß es genau, die Schätzungen variieren von etwa 50 bis 100 Millionen Toten. Die meisten starben in den ersten Wochen der Seuche. Darum hat man heute so Angst vor irgendwelchen neuen Infektionen. Mit Vogelgrippe und was auch immer, bis hin zu EHEC. Aber das sitzt dem modernen Mensch noch in den Knochen, was damals geschehen ist. Kann sich das vorstellen? 50 bis 100 Millionen Toten. Aber dann kommt ja AIDS dazu mit Abermillionen Betroffenen und über 16 Millionen Toten. Aber Hepatitis B und C ist vielleicht noch schlimmer. Heute in Deutschland schätzt man etwa 800.000 Hepatitis-Kranke. Und die meisten Leute wissen nicht, wieso, woher sie das haben. Das hängt natürlich auch mit dem Lebensstil zusammen. Und die Pocken waren ein Riesenproblem, besonders in den 50er Jahren und danach. Da sind wohl im 20. Jahrhundert Hunderte von Millionen Tote zu beklagen. Durch diese schreckliche Krankheit, die